So, grüß Gott, das fragt mich aber, dass du angekommen bist und mir da jetzt zuhören willst. Du bist bestimmt auch so ein neumodischer Geocacher und der muss jetzt da für den einen Cache da im Wald anhorchen, was ich da zu erzählen habe. Wir zwei, wir schlappen jetzt da einander ohne durch den Ort durch und dann erzähle ich dir ein bisschen was davon. Und ganz zum Schluss, da suche ich dir noch einmal alle Zole und die Wörter dazu, die du brauchst für das Rätsel. Hast du mich? Gut, na fangen wir dann einmal an. So wie du da am Baum lehnst, da kennt man meinen, der fliegt um, wenn du da nicht mehr hältst. Also, jetzt komm, wir gehen los. So, da drüben, da auf dem Feld, siehst du die Viecher da? Das sind kleine Mogelich. Ja, die sind noch gar nicht so alt. Naja. Und was glaubst du, was man mit dem Armer da drüben möchte? Ja, den braucht man, wenn die Mogelich dann größer geworden sind. Schmeckst eigentlich auch, wie unangenehm das der Hand ohne riecht? Ach, das ist gar nicht schier. Das leid aber an der Miespri, die der Fritz heute rausgebracht hat. Ja, die Miespri, die ist gar nicht so schlecht. Wenn man die richtig noch tut, zum Beispiel bei den Ebieren da drüben oder bei den Brechtlingen, ha, da geht's ein gutes Gesells hinternach. Was hast denn du da eigentlich in deiner Gosche drin? Ach so, ja, aber was einmal auf, Burschle, de Bongo-Babierle, das hebst wieder auf von dem Schmied. Gell, hast du mich? Sonst kann es sein, dass ich da mit dem Muggelbatscher hinten nachgehe. Und dann gucke ich mal, dass ich den Mäggel ein bisschen zurecht rieg. Ah, da brauchst du jetzt nichts suchen. Halt bloß die Gosche. Komm, wir gehen weiter und gucken mal, was da drüben ist. Ah, schier. Guck mal da vor dem Werder. Ha, so ein Werder, da macht ganz schön viel Geschäft. Aber wenn man gut schafft, da kann man abends auch gut feiern und trinken und tun. Bloß musst du aufpassen, dass hinterher nicht Bretzebrat durch die Gegend wankst. Anneweg musst du am nächsten Tag dann wieder auf die Arbeit. Und ja gut, nach dem Frühstück, weiß nicht, was du alles zum Frühstück isst. Du kannst ja auch ein paar Gaggelichte zunehmen. Ja, andere, die essen auch schon Guggummerlicht zum Frühstück. Mir ist nicht so arg. Ja, und wenn dann alles wieder läuft, dann kannst du weiterschaffen. Und so geht's einander ohne. Ah, jetzt, ich sehe gerade, wir sind ja fertig mit unserem kleinen Rundgang. Dann kannst du am besten dahinter auf die Bank hocken und mal überlegen, was die folgenden Buchstaben bzw. Wörter bedeuten. Ich suche es jetzt noch einmal alle nacheinander. Eins, Moggelich. Zwei, Muggebatscher. Drei, Baum. 4. Armer. 5. Bombo-Babierle. 6. Ebiere. 7. Brechtling. 8. Gsels. Nei. Mischtbri. 10. Mägel. 11. Gaggelig. 12. Gosche. 13. Urgnehm. 14. Anneweich. 15. Gugummerlich. 16. Werde. 17. Brezebrat. So. Das war's jetzt von meiner Seite. Jetzt hoffe ich mal, dass du das, was du suchst, findest.